Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Ja, bei meinem heutigen Gast dreht sich alles um ein teutonisches Herzensthema, den Fußball. Herzlich willkommen, Gerd Dembowski. Hallo. Ja, mit dem Profi hat es nicht so ganz geklappt, deswegen ist er Fanforscher geworden. Das ist ja einmal ein anderer Beruf. Er kennt die Fanszene, er ist eingetaucht, sozialisiert, ist er in Recklinghausen im Ruhrgebiet, dann viel gereist durch die USA, hat 2 Jahre in Großbritannien gelebt. Ja, und dabei immer an den Fußball gedacht. Mit Gerd Dembowski spreche ich über Stadien, Straßen, Schlachten und Sojaseide. Und natürlich über das Leben in Deutschland. Ja, Herr Dembowski, schön, dass Sie da sind. Wir Deutschen definieren uns ja unter anderem auch über unseren Club. Was ist Ihr Herzensfußballverein? Schwer zu sagen. Ich bin gestartet mit dem MSV Duisburg. Und zwar auch sehr spät, weil ich sehr lange, wie Sie schon sagten, selber 5-mal die Woche trainiert habe und dann einfach nicht am Wochenende ins Stadion gehen konnte. Der MSV Duisburg, damit fing es an. Die Zebras. Ganz genau. Gestreift, blau-weiß gestreifte Socken. Ganz genau. Stutzen, ja. Ich hatte Preußen Münster. Auch gestreift, aber anders. Ja. Wenn Sie dann aber länger in einem Bereich forschen, und denn eigentlich war das Ihr Hobby, und Sie sind da hingegangen, wie alle anderen auch, um mal den kleinen Hass abzulassen, dann können Sie das nicht auch noch machen, wenn das schon Ihr Beruf ist. Und dann ja. Wurden andere Hobbys irgendwann stärker. Und als ich dann aber in England lebte, vor einiger Zeit, da war ich wieder völlig befreit. Da erkannte mich niemand im Stadion. Ich konnte wieder aufs Feld gucken und nicht auf irgendwelche Jugendphänomene. Und dann wurde ich plötzlich Fan des FC Brighton in England. Das ist auch ein Geheimtipp eher, ne? Also sonst ist man so Chelsea oder Manchester oder Liverpool oder sowas. Brighton, was Sie da gelebt haben? Ich bin 1996 eingeladen worden nach Brighton. Es gab ein Problem der Kommerzialisierung. Also Brighton wurde bedroht. Der Club sollte gekauft werden von einer großen Firmenkette. Das passierte dann auch und es gab einen Fans United Day. Dort wurde ich als Deutscher eingeladen und sollte dort sprechen. Hab dort vor 20.000 Leuten gesprochen und danach haben wir das Stadion während eines Spiels gestürmt. Das war die Idee und es war alles so interessant als junger Aktivist damals ja noch und auch Forscher, wie Leute, die ganze Stadt eigentlich auf den Beinen war und versucht hat, diesen Club zu erhalten. Wie wichtig der auch war, unabhängig von Fußball. Also stürmen heißt jetzt nicht, da waren Hooligans am Werk und haben die ganze Bude zerlegt, nee. Sondern die haben einfach mal gezeigt, so, wer hat die Macht hier in der Stadt. Die sind friedlich gegen Ende aufs Spielfeld gegangen. Also der Club war sowieso schon verkauft. Der Mensch wollte, dass der Verein absteigt, weil der Verein dann einfacher abzuwickeln gewesen wäre. Und wir sind dann ganz einfach aufs Feld. Es hat mich so beeindruckt, dass ich seitdem immer wieder dorthin fahre. Und irgendwann habe ich mich auch noch dort verliebt. Och. Und dann bin ich halt gleich dahin gezogen. Ja. Och, wie schön. Aber interessant, man kann als Fanforscher eigentlich nicht mehr so richtig Fan sein. Na, es lässt sich wiederbeleben. Man hat ja ein Wissensarchiv im Kopf darüber, wie es ist. Ja. Und als ich in England war, ist genau das passiert. Ich bin dann wieder Junge. Ich habe ja früher in Deutschland. Aber man muss raus aus dem wissenschaftlichen Kontext. Ja, ich denke schon. Also dieses. Das ist ja auch wirklich ganz wichtig, dass man nicht immer alles zerlegt, zersetzt und analysiert. Ich bin ja genauso ein Mensch wie jeder andere auch, ja, der ab und zu mal die Seele baumeln lassen muss. Und Fußball hat das für mich früher erfüllt. In England habe ich es wieder gelernt, aber es geht halt nur tatsächlich, wenn ich es versuche, irgendwie außen vor zu lassen. Das geht nicht immer. Sie haben eine zweite tolle Passion, das ist die Folkmusik. Sie haben auch dieses wunderbare Buch geschrieben mit dem Titel Fußball versus Country Music, was wir nachher noch verlosen. Das ist so ein Abgleich der Hobbys, so Fußball und der kann. Sie singen auch, legendär, Ihre Auftritte, auch die sehen wir noch. Hat das was miteinander zu tun, Fußball und Country Musik, oder stehen die auch in Konkurrenz? Es hat was in dem Sinne da zu tun miteinander, dass sie für mich das was Ähnliches erfüllen. Als Fußball es nicht mehr erfüllen konnte, diesen Ausgleich zu schaffen. Ne? Fußball hat mich auch beschleunigt. Aber durch die Fanforschung war ich bereits im Beruf beschleunigt. Ich reiste ständig von A nach B. Weil wenn du Fankulturen erforscht, Hooligans erforscht, heute dann Ultras erforscht, kannst du das nicht aus dem Elfenbeinturm machen. Du musst zu den Leuten hin, du musst mit denen reden. Ich brauchte etwas, was mich ausgleicht eher, was mich beruhigt, was mich runterbringt. Und wenn ich dann Folk- oder Country-Musik einlegte, merkte ich, wie ich mich in meinem Sessel zurücklehnen kann und symbolisch die Pferde von meinem imaginären Auge davonreiten sah. Und das hat dann nach und nach das Ganze ersetzt. Und irgendwann habe ich angefangen, selber ein bisschen rumzujaulen und habe dann interessante Amerikaner kennengelernt, die in den USA versuchen, so Musik zu machen wie in den 20er Jahren. Also mit wenig Strom, mit wenig Instrumenten, sehr viel auf die Lyrics bezogen, auf den Gesang, auf den Text.
Und da bin ich dann quasi mit auf diesen Zug im wahrsten Sinne des Wortes aufgesprungen. Ja, hat viel mit Herz zu tun. Meine Damen und Herren, Gerd Dymbowski, ja, von der Fankurve zum Folkmusiker. An der Seitenlinie auf dem Stehplatz, zwischen Pfosten und Eckfahne, unter Fans und Funktionären, da kennt er sich aus. Aufgewachsen ist Gerd Dymbowski im Ruhrgebiet, kam 1972 als Sohn ostpreußisch-polnischer Einwanderer auf die Welt. Ganz früh schon sind seine Lebenspräferenzen deutlich erkennbar, der Fußball, aber auch die Musik. Der Jugendspieler will Profi werden. Eine schwere Schulterverletzung zerstört diesen Traum. Stattdessen engagiert sich Dymbowski in der Fanarbeit. Zunächst bei seinem Heimatverein, MSV Duisburg. Ab 1996 als Sprecher von BAF, dem bundesweiten Bündnis aktiver Fußballfans. Wenig später gehört er zu den Gründern des internationalen Netzwerks Football Against Racism in Europe. Im Fußball eine zu viel, natürlich ist jede Verletztenzahl im Fußball eine zu viel. Also, ne, dann gehst du ins Stadion, musst, zahlst auch noch Geld für den. Neben seinem Studium der Sozialwissenschaften beginnt er zu schreiben und vorzutragen. Zu unterschiedlichsten Themen zwischen Soziologie und Philosophie, zwischen Fan und Popkultur, zwischen Foucault und Fußball. Seine Bücher sind in zahlreiche Sprachen übersetzt, sogar ins Chinesische. Genauso viel Gewalt passiert wie in einer gesamten Erst- und Zweitligasaison. Es bleibt aber immer noch Zeit für Musik. Dymbowski tritt mit Country- und Folkbands auf. I'd rather die young than grow old without you. So don't ever leave me, whatever you do. Jedoch sein größter Erfolg ist bisher die Wanderausstellung Tatort Stadion zum Thema Rassismus und Diskriminierung im Fußball. Sie wurde in den vergangenen 10 Jahren über 200 Mal gezeigt und ist noch immer erfolgreich unterwegs. In der aufgeheizten Diskussion über Fangewalt in deutschen Stadien ist Dymbowski gegenwärtig einer der gefragtesten Gesprächspartner, aufgrund seiner Erfahrung und seit kurzem als Fanforscher an der Uni Hannover. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch, Gerd Dymbowski. Ja, wir gründeln mal ein bisschen in Ihrer Herkunft. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Sie sind der Sohn von Einwanderern, die im Ruhrgebiet ja in großer Zahl sich angesiedelt haben. Da gab es Arbeit und Aussicht auf Wohlstand. Und Fußball war ein Bestandteil dieser, ja, dieser Industriekultur, oder? Haben Sie das auch so erlebt? Ja, also meine Familie kam mit Willy Brandt Ende der 60er Jahre. Ich bin Erstgeborener, wenn man so will, in Deutschland. Und aus Schlesien. Entschuldigung, das müssen wir nochmal machen. Aus Schlesien, aus Ober... Also meine Eltern kamen in den Ende der 60er Jahre quasi über Willy Brandt aus Ostpreußen. Ja. Und mein Opa ist Rumäne, das ist noch eine andere Geschichte. Also da verwebt sich schon sehr viel. Und Fußball war für mich tatsächlich eine Möglichkeit, mit wenig Worten zu zeigen, was eine Hake ist sozusagen. Ja. Also ich habe sehr viel gestottert, ich war ein bisschen verwirrt, zu Hause wurde sehr viel Polnisch gesprochen, in der Schule sehr viel Deutsch. Wenn meine Eltern Formulare am Anfang ausgefüllt haben, habe ich auch sehr viel mitgeholfen und so weiter. Waren Sie in der Schule irgendwie so, ich sag mal, der Ausländer, der Diskriminierte? Haben Sie eine ordentliche Diskriminierungsgeschichte? Sagen wir mal so, ich habe es nicht so wahrgenommen. Ich bin ein weißer, ja, weißer deutscher Mann. Ja. Und ich weiß natürlich auch, wie Rassismus funktioniert. Ich versuche nur jeden Tag, dieses Wissensarchiv nicht anzuzapfen. Aber haben Sie diese Ausgrenzung erlebt in der Schule? Oder war das normal, dass da aus allen Teilen Europas Kinder zusammenkamen? Ich würde sagen, ich habe die Ausgrenzung eher sozial erlebt, weil ich das einzige klassische Arbeiterkind, mein Vater oder mein Stiefvater ist Analphabet zum Beispiel, alle ohne Jobs, ohne gelernten Job. Ich habe das eher sozial erlebt. Ich war auf dem Gymnasium der Einzige, der aus einem völlig anderen Milieu kam. Ja.
Und Fußball war ihre Sprache dann? Ja, ganz genau. Also man merkte natürlich schon, die anderen Kids kommen aus einem anderen Elternhaus mit einer kleinen Bibliothek zu Hause. Das hatten wir nicht. Bei mir gab es einen auf den Dates, wenn ich zu viel gelesen habe. Andererseits, wenn ich zu viel Fußball gespielt habe, hat der Stiefvater auch gesagt, Junge, du musst was Anständiges machen. Also ich war relativ verwirrt. Ja. In der Hinsicht, wusste nicht genau, wo es lang geht. Und da war Fußball für mich eine Möglichkeit des Ausbrechens. Ne? Eine Möglichkeit, die erste kleine Freiheit auch im Leben zu haben. Sich möglichst viel auf dem grünen Rasen rumzutreiben, der damals nicht so sehr auf Plätzen war, sondern wirklich zwischen den Häusern da zu sein. Und waren Sie gut? Da das Leben zu lernen, ja. Auch. Ja. Also hätten Sie es... Ich meine, jeder deutsche Mann erzählt ja die Geschichte, ja. Wenn diese tückische Knieverletzung mit 17 nicht gewesen wäre, dann wäre ich ja wahrscheinlich doch beim Probetraining bei Schalke angenommen worden. Ja, man schaut jetzt anders auf sich zurück. Also nee, ich hätte es nicht geschafft. Ich war zu klein. Ich war für die Position des eher Verteidigers, defensiven Mittelfeldmenschen auch zu wenig versiert. Und Kraft alleine reichte dann nicht mehr, wenn dann Leute, die dann später es geschafft haben, plötzlich schon zwei Köpfe größer waren und den Kopfball einfach gekriegt haben. Ne? Ja. Das war eine Illusion, ganz klar. Aber die Anstrengung war da. Und ich bin mir überzeugt davon, wenn ich die Chance gekriegt hätte, ich hätte mich da reingebissen. Und das ist ja auch die Geschichte, die zum Beispiel Uli Borowka erzählt, der ja parallel dann zu seiner Fußballerkarriere auch noch Alkoholiker war, der ja auch sagte, er hatte eigentlich die Fähigkeiten nicht zu diesem Bereich. In diesem Bereich zu arbeiten. Aber er hat die Chance bekommen. Lange Jahre in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach gespielt. Ja. Aber das ist ja genau dieses, ich sag mal, diese Funktion, auch dieser Mythos, der den Fußball umgibt. Das ist mehr als einfach nur einen Ball treten. Das ist eine Aufstiegsmöglichkeit, eine Integrationsmöglichkeit, eine Selbstbewusstseinsmaschine. Das haben Sie alles am eigenen Leib erfahren. Also Sie wissen um die Kraft dieses Sports. Ja, Fußball als Tor zur Welt, wenn man auch so will, wie Klaus Teweleit häufig sagt als Philosoph, die Möglichkeit mit auf dem Fußballplatz kann einem Menschen, der überhaupt gar keinen Fußball spielen kann, an einem guten Tag ein unglaubliches Tor gelingen. Und das ist auch das, was mich auch immer noch an dem Sport so hält, immer wieder dran hält. Und das ist ja eigentlich auch das Versprechen von einer guten Demokratie und einer Gesellschaft, einer funktionierenden Gesellschaft, dass es die Möglichkeit gibt, auszubrechen. Ja. Und wie wird man dann Fan? Beim Fan hat man immer das Gefühl, da muss man Teile des Hirns dann auch mal abschalten. Man muss jetzt auf den Bier- und Gröl- und Jubelmodus umstellen. Das ist nicht so leicht, oder? Vielleicht war es am Anfang so ein bisschen die Ernüchterung, eben zu sehen, dass es nicht klappt mit der Fußballerkarriere. Ja. Aber parallel schon vorher war ich eben an der Uni Duisburg und lernte da jemanden kennen, der sozialpädagogische Fanprojekte mitgegründet hat. Und der wurde mein Mentor. Der hat auch bei Adorno studiert. Noch und hat mich sehr beeindruckt, weil es ein Mensch war, der sich nicht hat brechen lassen und mir sehr viel beigebracht hat. Dieter Bott heißt er. Mhm. Und da habe ich plötzlich gemerkt, oh, Fußball ist ja noch sehr viel mehr. Da steckt ja eine ganze Menge Welt drin, die wir eigentlich nutzen können in sozialen Bereichen, im Bereich Migration, Integration und so weiter. Und da habe ich mich dann reingefuchst. Ja. Wenn man sich so Fans anguckt und man ist jetzt nicht so richtig euphoriebereit, dann denkt man ja auch, Mann, die haben auch einen an der Waffel. Ne? Job weg, Frau weg, ich penne unter der Brücke, aber meinem Verein bleibe ich treu. Ist das wirklich so? Sind die Menschen so? Zumindest wird es symbolisch so propagiert. Ja. Ob es dann in jedem Leben wirklich so ist, also wenn ich Einzelinterviews führe, das mache ich ja viel als qualitativer Forscher, merke ich, dass das Leben dann nochmal was anderes ist. Es wird gerne so propagiert. Es wird gerne als ein Ziel anvisiert. Aber das ist so diese Nick Hornby-Philosophie, ne? Genau, ja. Genau. Aber natürlich gibt es ganz, ganz viele andere Dinge, die da mindestens gleichwertig, wenn nicht noch sehr viel stärker daneben stehen. Familie, Beruf, andere Hobbys auch noch zum Teil. Ne? Oder wenn dann ein älteres Familienteil krank wird, dann muss man sich darum kümmern. Also dann ist Fußball dann auch noch da, aber kann gar nicht mehr so gelebt werden. Und auch kein Familienersatz. Dann nicht mehr, nein. Aber es gehört tatsächlich dazu. Und ich glaube, davon lebt der Fußball eben auch, dass das viel romantisiert wird. Und das machen ja Fußballfans auch. Ne? Und das machen sie auch mit einer sehr fast schon ja masochistischen Ader. Denn im schlimmsten Falle fährt man 10 Stunden auswärts in einem Zug, wo nach 20 Minuten die Klos überfüllt sind mit dem entsprechenden Geruch. Ja? Die Leute fangen vielleicht schon früh an, Bier zu trinken, kommt dann irgendwo am anderen Ende des Landes an, steigt dort aus, wird von der Polizei begrüßt, wird, ohne dass man anhalten darf, zum Stadion begleitet, zahlt noch teuer Eintritt, zahlt eine schlecht geröstete Bratwurst
und trinkt ein Bier ohne Alkohol, um vielleicht in der 90. Minute im Regen stehend auch noch in der letzten Minute eben dann 1-0 zu verlieren. Das braucht schon große mentale Stabilität. Leidensfähigkeit, ja. Wie immer gesagt wird. Wir reden über ein nicht ganz neues, aber doch sehr faszinierendes Phänomen in deutschen Stadien, die sogenannten Ultras. Das klingt jetzt so nach ultra brutal oder sowas. Was sind das für Leute? Schwer zu sagen. Also generell ist es vor allem eine jugendkulturell beeinflusste Gruppierung, jung Erwachsene, aber heutzutage ändern sich auch Biografien. Ne? Und da sind auch jung Gebliebene dabei, die im Fußball es schaffen, ihr Kind rauszulassen. Ne? Mhm. Also alles Mögliche. Und die sind eigentlich aufgefallen am Anfang, oder das ist der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre, weil sie Stimmung verändern wollten. Also Stimmung war das zentrale Moment. Und sie haben das aber so gemacht, dass sie auffällig waren. Also sie haben zum Beispiel ganz große Choreografien gemacht. Sie haben sich damals alle noch sehr, sehr einheitlich und vor allem in Schwarz angezogen. Und als die Hooligan-Bewegung gerade auf dem Niedergang war, begriffen viele Institutionen, oh, das ist vielleicht ein zukünftiges Problempotenzial. Und aufgrund dieser Erfahrung sind zusätzlich zu den positiven Eigenschaften, die sammeln sehr viel Geld für wohltätige Zwecke. Die machen im Grunde genommen Gemeinwesenarbeit in Bereichen, wo der Staat sich seit 20 Jahren zurückzieht. Das ist Sozialarbeit. Jugendzentren, ja. Die sind eingetragene gemeinnützige Vereine zum Teil. Ja, ja. Haben große Jahresetats. Auf der anderen Seite kam dann aber mit der Erfahrung, dass der Verein nicht mehr so ist wie früher. Vereinsnamen können sich ändern, Stadionnamen können sich ändern, Trikotfarben werden geändert, Spieler und Trainer wechseln sowieso jedes Jahr. Was ist eigentlich noch Identifikation? Der Kern, ja. Und dann haben sie gesagt, eigentlich alle gehen, aber wir bleiben. Wir sind eigentlich der wahre Verein. Und so haben sie eigentlich einen Verein im Verein, eine eigene Identität für sich erfunden, die zum Teil wichtiger ist als der Verein. Und das führte eben auch dazu, dass sie sich gegen diverse Sachen eben genau das gewehrt haben. Gegen die überhöhte Kommerzialisierung, wie Sie es sagen. Gegen eben diese Trikotfarbenveränderung und so weiter. Und das bedeutet nicht automatisch Gewalt. Nein, das ist der letzte Punkt. Das ist das Missverständnis. Punkt, ja. Also Gewalt ist ein Partikel in einer Identität von Ultrakulturen. Es ist auch nicht so einfach zu sagen, dass man sagen kann, okay, dieser Mensch ist halt gewalttätig und der ist in einer Ultragruppierung, deswegen 10 davon sind gewalttätig, sondern es kann von Mensch zu Mensch variieren. Es hat mit Situationen zu tun. Wir kennen uns auch in Situationen, wo wir aggressiver sind. Ja? Wenn ich mal hart bin und offen, ja, also das mache ich nicht, aber Sie können mir ja auch nur vor mein Gesicht gucken. Sie wissen nicht, ob ich meine Freundin schlage. Ja? Sie wissen nicht, ob ich privat ein Rassist bin. Ich hoffe nicht. Bin ich natürlich nicht und versuche auch alle möglichen Sachen aus meinem Sprachgebrauch dementsprechend zu verbannen. Weil man ja immer auch noch sehr gewalttätig spricht häufig. Ja. Aber viele Menschen können an einem wunderbaren Tag ganz lieb sein und an einem Tag eben aggressiv. Und ich glaube, da scheitern viele Polizeistrategien auch dran. Die machen es sich zu einfach. Die versuchen, die Leute so zu identifizieren wie Hooligans, bei denen Gewalt im Zentrum stand und nicht Stimmung. Das ist ganz wichtig für die Soziologie, dass der Ursprung ein anderer ist. Und deswegen funktionieren alte Polizeistrategien nicht mehr so gut. Und das ist unser Thema, Sicherheit in den Stadien. Das will auch der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga. Die wollen das ändern, sie wollen es ein bisschen verregeln. Und darüber gibt es jetzt Auseinandersetzungen. Spektakuläre Bilder von Fans, die den Platz stürmen oder bengalische Feuer abbrennen. Szenen wie diese hatten in den vergangenen Monaten die Diskussion um die Sicherheit in deutschen Stadien zunehmend angeheizt und die Politik auf den Plan gerufen, rigidere Maßnahmen zu fordern. Viele Fans jedoch sehen die Fußballkultur in Gefahr. Fans sind Fans und sie brauchen auch ihre Fankultur. Also von der Gewalt mal ganz abgesehen, die ich schrecklich finde, aber Fans müssen sich auch irgendwo austoben können. Das gehört einfach mit dazu. Dass die Stadien sicher werden müssen, ist klar. Da bin ich selbst dafür, ja. Weil wenn man mit Kindern oder so mal zum Fußball hingeht und so, muss man nicht Angst haben um seine Kinder. Die 36 Clubs der ersten und zweiten Liga stimmten dem Sicherheitskonzept mit großer Mehrheit zu. Darin geht es unter anderem um eine noch stärkere Überwachung der Zuschauer, noch strengere Einlasskontrollen und noch härtere Strafen für Vereine und Fans. Wir haben dies heute nicht für die Politik gemacht. Wir haben dies nicht für die Innenminister oder für die Polizei gemacht. Wir haben das gemacht, weil die Mitglieder des Ligaverbandes, also die Clubs und Kapitalgesellschaften, dies aus eigener Verantwortung, in Wahrung eigener Verantwortung für erforderlich gehalten haben.
Von den Vereinen lehnen nur der FC St. Pauli und der 1. FC Union Berlin das Konzept ab. Bei der Ausarbeitung waren die Fans nicht beteiligt und es wurde auch nicht mit den Fans geredet. Es waren im Prinzip Leute, ja, das muss man eigentlich so deutlich sagen, die davon keine Ahnung haben, die diese Anträge ausgearbeitet haben. Und das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Im Stadion minutenlanger Protest. Die Fans schweigen nach dem Motto, ohne Stimme, keine Stimmung. Die Aktionen haben offenbar geholfen. Die Deutsche Fußballliga bietet neue Gespräche an. In Wirklichkeit ist es ja so ein großer kultureller Konflikt. Auf der einen Seite soll der Fußball so bleiben wie früher, am besten auch auf dem Ascheplatz und alles auch ein bisschen wild und ungezügelt. Und auf der anderen Seite ein Milliardengeschäft. Da soll es dann im Stadion so ein bisschen zugehen wie in Amerika. So jeder hat einen Sitzplatz und knuffelt sein Popcorn und gejubelt wird dann auch nicht mehr so viel. Kriegt man diese beiden Kulturen überhaupt noch zusammen? Ich glaube, in Deutschland haben wir die Möglichkeit, weil wir haben sehr, negativ würde man sagen, Vereinsmeierei-System sozusagen, aber man funktioniert korporatistisch. Das heißt, man hat sehr viele Fanorganisationen, wie auf den anderen Ebenen auch NGOs, Vereine, die sich kümmern. Die durchaus mächtig sind, ne? Richtig, und die auch Beachtung finden. Ja. Ja, auch über so Mittlerinstitutionen wie die sozialpädagogischen Fanprojekte, wie Bildungsreferenten, die im Fanbereich arbeiten und dann eben auch weitergeben, was auf der Fanbasis passiert. Ne? Ich glaube, wir sind gerade dabei, diese Grätsche, diese Kluft schafft, wieder zu schließen. Und auch die Fans, die vorher sehr radikal waren, sind im Moment wieder da, zu sagen, wir müssen mehr Dialog machen. Und Rettich als neuer Manager der DFL sagt auch, er möchte nicht nur einen Dialog für die Presse, sondern er möchte einen ergebnisoffenen Dialog. Und das ist natürlich das, was gefordert wurde. Die aktuellsten Zahlen, die wir haben, Bundesliga-Saison 2011-2012, 1.142 Verletzte, Polizisten, Randalierer, Unbeteiligte in 612 Spielen der ersten und zweiten Liga. Statistisch gesehen etwas weniger als 2 Verletzte pro Spiel. Wenn man sich überlegt, dass da 30.000, 40.000, 50.000 Menschen hinkommen zu einem großen Spiel, da sind 2 Verletzte im Schnitt ja nicht wirklich viel. Ist das jetzt mehr geworden? Also muss man Angst haben, wenn man ins Stadion geht? Laut Polizeistatistiken ist es mehr geworden. Das macht auch Sinn. Nur wie Sie schon sagten, ne, verstehen Sie mich nicht falsch. Also jede Gewalttat im Fußball ist eine Gewalttat zu viel. Keine Frage, aber die gibt's auch bei Popkonzerten. Jede verletzte Person ist eine zu viel. Aber es ist doch schon immer verwunderlich, wie es immer wieder geschafft wird, dass der Fußball jedes halbe Jahr mit so einer neuen Welle in den Medien landet, weil irgendwo ein Mensch verletzt worden ist. Also, naja, und es gibt auch so Nester, es gibt bestimmte Vereine, die sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckern. Nicht? Also, richtig. Wenn wir nach Dresden gucken oder... Aber ich glaube, es ist tatsächlich der Fokus, der institutionelle, politische und auch am Ende dann mediale Fokus. Beim Oktoberfest passiert an einem Tag mehr als in einer gesamten Erst- und Zweitligasaison zusammen. Wenn wir uns zum Beispiel die Schützenfeste, die Schützenvereine dann entsprechend, als Szene konstruieren würden, ich bin mir sicher, da würde mehr an Prügelei wahrgenommen werden oder Kneipen- und Disco-Schlägereien am Wochenende. Dann hieß es Schützenfeste verbieten, Kneipen und Diskos verbieten. Nur Fußball findet auf einer der hohen Ebene, nicht nur auf einer medialen Ebene statt, sondern auch auf der unteren. Wenn wir uns Fußball unbeteiligt an einem Bahnhof begeben, dann sehen wir diese nervenden Menschen, ja, die aussehen, als kämen sie gerade aus dem Karneval, betrunken, morgens um 11. Und sorry, sie nerven objektiv. Natürlich nerven sie. Natürlich nerven sie, weil wir damit nichts zu tun haben. Ja. Und als Soziologe begreife oder versuche ich zu begreifen, dass es viel mit Identitätssuche zu tun hat, viel mit einer Stabilisierung, mit einem Ausgleich in einer Gesellschaft, wo man vielleicht auch nach 20 Jahren feststellt, den Beruf, den man macht, oh je, den muss ich jetzt noch 20 Jahre lang machen. Oh, war ja. Und da ist das natürlich noch eine Abweichung, die förderungswürdig ist. Weil wenn man den Menschen diesen Raum nimmt, sich ausgleichen zu können, was würde ein Fußballfan machen, wenn er den Fußball nicht hätte? Er würde ihn erfinden. Hypothetische Frage, aber wären die dann alle, würden die sich dann alle in Kneipen prügeln? Also ich meine, ist da generell ein Gewalt- oder ein Ausbruchspotenzial, das der Fußball dann auch kanalisiert? Na, Gewalt auf anderen Ebenen findet ja schon auch noch statt. Also das findet ja auch als Ausgleich irgendwo statt. Muss man natürlich immer analysieren, wo die Gründe dafür genau sind. Aber ich denke, man müsste den Fußball tatsächlich
erfinden, weil er hat so ein Potenzial, er ist so aufladefähig von allen möglichen Seiten. Das ist, glaube ich, die Möglichkeit. Er ist politisch nicht wirklich vereinnehmbar, weil, wie Sepp Herberger sagte, die Menschen gehen dahin, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist immer noch das Entscheidende, ne? Ja. Dass er aufladefähig ist und aber auch das Gerüst kann sehr schnell zusammenbrechen. Und aufladefähig ist nicht nur der Fußball, ist der Sport generell. So nationale Begeisterung, Partystimmung, Stolz aufs Vaterland, das kann völlig harmlos sein, wie wir bei der WM 2006 erlebt haben, reden wir vielleicht noch drüber, aber kann eben auch umschlagen. Nationalismus und ein Nationalist ist einer, der andere verachtet. Wenn er fremdenfeindlich ist, dann ist er auch noch ein Rassist. Wie sich die Sportvereine dagegen wehren können, zeigt uns dieses Projekt. Rechtsextremismus im Sport hat viele Gesichter. Es gibt offene Bekenntnisse, vieles aber geschieht schleichend, bleibt lange unentdeckt. Der Stadtsportbund Cottbus hat reagiert und seine Übungsleiter eingeladen. Knapp 30 Teilnehmer aus den Bereichen Fußball, Basketball und Kampfsport stellten sich gemeinsam der Frage, was kann jeder einzelne Verein gegen Neonazis in den eigenen Reihen eigentlich tun? Es ging mir hauptsächlich darum, also eine Problemlösung. Was kann man machen als Verein? Welche Rechthaber hat man als Verein? Ob wir es auch richtig gehandhabt haben, sage ich mal. Und auch die Symbole, also wie erkenne ich solche Leute? Es ist ziemlich schwer, die Leute zu erkennen. Man muss einer 10. Trainingsgruppe zuhorchen, auf Auswärtsfahrten, hören, was sie erzählen, vielleicht hören, was für Musik und zeig mal, hey, hier, was hörst du denn gerade? Viel mit den Jungs sprechen oder Mädchen. Wenn also Eltern sagen, ich lasse meinen Sohn nicht gegen den Türken boxen, ja, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Handeln statt aussitzen. Denn Verschweigen ist oft am gefährlichsten. Vor allem im Amateursportbereich wissen die Vereine oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die gängigsten Aussagen, die mir so im Laufe meiner Tätigkeiten kommen, sagen, wir haben kein Problem und für uns ist das Thema eigentlich kein Thema. Doch die Vorfälle, die es immer wieder gibt, beweisen das Gegenteil. Bundesweit sind die Vereine betroffen. Jeder ist sich bewusst, dass das genauso in ihrem Verein passieren kann, wie auch in einem Heimatverein. Wir sind da alle nicht gescheut, das wissen die Vereine und sie nehmen sich immer stärker der Problematik auch an. Die Veranstalter hoffen auf den Dominoeffekt. Was die Teilnehmer gelernt haben, sollen sie jetzt in die Vereine weitertragen, damit auch jedes Vereinsmitglied weiß, was Fairplay und Toleranz im Sport bedeuten. Ja, Herr Dembowski, Sie hatten eine Wanderausstellung, Tatort, Stadion, Rassismus und Diskriminierung im Stadion. Großer Erfolg, über 200 Mal gezeigt. Wie viele Menschen haben die gesehen, so ungefähr? Schwer zu sagen. Ich würde schon sagen, eine Million. Also wir haben nämlich, Million? Ja, würde ich sagen, jetzt überschätzt. Aber wir müssen auch sagen, wir sind häufig nicht dahin gegangen, wo das größte Publikum war. Die Ausstellung ist unter prekären Umständen entstanden. War uns aber dann auch wichtig, eben dahin zu gehen, wo es brennt. Wir waren in Jena, Lobeda, ein Stadtteil, das aus Plattenbauten besteht. Und da wollten wir hin, da wollten wir ins Jugendzentrum gehen. Wir wollten mit den Leuten reden, die auch in Jena damals zum Fußball gegangen sind. Und das waren durchaus Problemfans. Richtig. Oder sind es bis heute? Wie haben die reagiert? Na, die fanden es schon gut, wie sachlich wir das aufgearbeitet haben. Dass wir nicht immer Hooligans und Neonazis in einen Topf geworfen haben. Dass wir heutzutage, würde man sagen, nicht Gewalt und Pyrotechnik gleich in einen Topf wirft. Also Pyrotechnik sind diese bengalischen Feuer. Wenn man die so sieht, denkt man sich, um Gottes Willen, da fackeln jetzt sofort ganz viele Zuschauer ab. Dem ist nicht so. Wenn die Verletztenzahlen generell gegen Null gehen beim Fußball und wenn man dann noch mal explizit guckt auf Pyro, dann ist es noch, also dann geht's weit, weit, weit in den Promillebereich. Hatten Sie so ein Ding schon mal in der Hand? Ja, nicht im Stadion. Ich habe das mal ausprobiert, so wie Herr Kerner rein im Fernsehen. Ja. Klar, ausprobiert, aber nicht im Stadion. Ist verboten, ist illegal. Ne? Und, ja. Also Gewalt und Pyrotechnik sind nicht ein und dasselbe, weil Gewaltgeschichten werden ja immer unterlegt eigentlich mit Bildern, wo Feuerwerk ist. Lassen Sie uns doch mal nach Jena kommen. Also Sie haben den Leuten das Gefühl gegeben, wir kapieren so in etwa, was euch umtreibt. Sie kamen jetzt auch nicht mit diesem Streetworker-Blick und sagten, du Kevin, ich habe total viel Verständnis für dich. Haben Sie das Gefühl, Sie haben da was bewirkt? Das ist schwer zu sagen. Also das Problem ist wirklich, die Ausstellung bleibt oder blieb 3 Monate in einem Ort und dann wandern wir weiter. Was wir aber sagen können, ist, dass wir auch natürlich immer eng zusammengearbeitet haben mit Leuten, die vor Ort im Fußball gearbeitet haben. Die haben uns im Nachhinein versichert, dass sie über die Ausstellung ein Thema, das relativ verrannt war,
nochmal neu thematisieren können, neu beleben konnten. Und das machte, glaube ich, auch den Erfolg dieser Ausstellung aus, dass wir es geschafft haben, ein Thema, das sich verrannt hatte. Wir haben ja auch historische Themen genommen. Der deutsche Fußball ist ja gar nicht so deutsch, denn wenn man heute Mesut Özil und Co. sieht. Ja. Also, aber der kosmopolitische Ursprung des deutschen Fußballs mit kosmopolitischen Juden, die sehr wichtig waren, um den Fußball zu begründen in Deutschland. Das Deutschland 1871, als es wichtig ist, dass die kosmopolitischen Wurzeln des Fußballs in einem Deutschland stattfanden, das ja ein vielsprachiges Deutschland war. Vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin sprach man ja nicht nur Deutsch, sondern es gab Elsass-Lothringer, es gab Dänen, Sorben, Kaschuben und so weiter. Bayern. Und wenn wir uns die Geschichte der Nationalspieler vor Mesut Özil angucken, da gab es auch schon circa 100 Menschen mit Migrationshintergrund. Die Geschichte des deutschen Fußballs ging nur in Richtung deutsche Tugenden. Ja. Heute wird es einfach anders wiedergegeben. Ein Hühnchen haben wir noch zu rupfen. Sie haben ja eine meiner ganz großen Illusionen genommen. Das Sommermärchen 2006. Deutschland, die friedliche, jubelnde, feiernde, harmlose Nation, die Frieden macht mit seinen nationalen Symbolen. Und jetzt kommen Sie aus der Forscherecke und sagen, so schön war das auch alles nicht. Tun Sie mir nicht so weh. Als qualitativer Forscher kriege ich da sogar noch Zuspruch von den Quantitativen. Also Wilhelm Heidmeier, ja mit der erfolgreichste und wichtigste deutsche Soziologe in dem Bereich, wenn es um Diskriminierung geht. Bielefelder, ja. Um ihn gleich zu diskriminieren. Also gut. Hat mir zugestimmt. Ne? Und es war halt, also wenn wir mal uns die Mühe gemacht haben, Vorfälle gezählt haben, die aufgrund von aggressivem Nationalismus passiert sind. Und 2006 auch während der WM. Ja. Da ist überhaupt nichts passiert. Wir lagen uns alle in den Armen und haben uns über die Straße geholfen. Ja, natürlich. Aber sie werden ja auch nicht beklaut, wenn sie sich nicht auf eine bestimmte Art und Weise geben oder sich nicht häufig in bestimmte Gebiete begeben. Es kommt natürlich darauf an, wo sie waren. Ne? Und ich bin halt, meine Aufgabe als Soziologe ist es häufig, den Müll runterzubringen, in Anführungsstrichen. Und deswegen gehe ich häufig dahin, wo viele Leute nicht hingehen. Und da wird gezählt. Und wir haben uns auch Polizeiberichte angeschaut. Ne? Also es gibt tatsächlich Berichte von italienischen Restaurantbesitzern, die sowas noch nie erlebt haben an Aggression, als Italien Deutschland schlug. Ja. Also das Sommermärchen hatte auch albtraumhafte Züge. Es passte nur nicht in die Erzählung. Ne? Deswegen. Wieder haben die Medien sich auf geheimnisvolle Art und Weise darauf geeinigt, dieses Sommermärchen erzählen zu wollen. Nein, das ist mir zu sehr verschwörungstheoretisch. Ich glaube, dass es generell den Versuch einer positiven Bezugnahme auf Nationalismus, auf deutschen Nationalismus natürlich gibt. Und der Fußball kam einem da gerade recht. Aber das haben wir ja in Deutschland seit 15 Jahren, in der Literatur, im Film, in der Geschichtsverarbeitung, im Fernsehen, dass plötzlich andere Seiten von Deutschen gezeigt werden in der Historie. Und der Fußball ist da auch wieder sehr aufladefähig. Und da kann man Gewalttaten, die rassistisch sind, nationalistisch sind, auch relativ einfach ausblenden, wenn man es denn möchte. Heutzutage weiß man, auf Fanmeilen bei Länderspielen passiert mehr als in einer Erst- und Zweiten Liga-Saison zusammen. Gerd Dembowski ist Veganer. Er verzichtet auf tierische Produkte, kein Fleisch, keine Milch, tragen nicht mal Lederschuhe, kommen wir noch drauf. Bis vor kurzem fristet ein Veganer ein Nischendasein. Das ist heute anders. Mittagszeit in Deutschland. Immer häufiger stehen vegane Gerichte auf der Speisekarte. Mittlerweile gibt es bundesweit rund 40 vegane Lokale. Eines davon, das Restaurant Kops in Berlin-Mitte. Das Konzept von Björn Moschinski, eine vegane, gutbürgerlich deutsche Küche. Hier wird alles auf rein pflanzlicher Basis zubereitet. Der Chefkoch ist seit fast 17 Jahren Veganer und will mit seinen Gerichten ein möglichst breites Publikum ansprechen. Ich möchte ja die Leute erreichen, die sagen, vegane Ernährung ist nichts für mich oder ich weiß nicht, was Veganer essen oder das schmeckt ja sowieso nicht. Zeigen, wie gut vegane Küche sein kann, das ist ihm heute gelungen. War sehr gut gewürzt und hat sehr gut geschmeckt. Hat mir gut geschmeckt, also ich würde das nochmal essen. Nach wie vor werde ich irgendwann mal Appetit auf einen Schnitzel haben, aber es ist schon gut.
In Berlin kaufen die meisten Veganer hier ein. Im ersten Supermarkt Europas mit veganem Vollsortiment. Hier gibt es pflanzliche Fertigprodukte, Kosmetik, Backwaren aus eigener Herstellung, Wurst und Käse auf Sojabasis. Eine Geschäftsidee von Jan Bredak. Wir möchten, dass der Kunde, wenn er da vorne reinkommt, die Gewissheit hat, er kann hier von A bis Z alles kaufen. Und alles, was er hier kauft, ist ohne Tier, also ohne tierische Produkte oder Inhaltsstoffe. In Deutschland gibt es derzeit rund 600.000 Veganer, 8-mal mehr als noch vor 3 Jahren. Die Berliner Ernährungswissenschaftlerin Karen Franz sieht die Gründe dafür auch in einem grundlegenden Imagewandel. Ich denke schon, dass die vegane Ernährung aus so einer Nische rausgekommen ist. Früher hat man sich den Veganer noch mit Sandalen und langem Bart vorgestellt. Und es ist inzwischen, ist es hip geworden, sag ich mal, vielleicht eher. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Produkte, die angeboten werden, eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Angesagt ist auch die Mode des Berliner Labels Umasan. Alles aus rein pflanzlichen Stoffen hergestellt. Die Zwillinge Anja und Sandra Uman verwenden keine Schafswolle, keine echte Seide, sondern Stoffe aus recyceltem Polyester, Hanf, Bambusfasern oder Sojaseide. Vegan leben und trotzdem auf keinen Genuss verzichten. In deutschen Großstädten ist das mittlerweile ohne Probleme möglich. Ja, vegan heißt auch keine Schuhe aus Leder, Herr Dembowski. Sind das hier, die sehen so ledrig aus. Ja, pflanzliche Stoffe, tatsächlich. Man hat da eine Industrie mittlerweile entwickelt. Die Schuhe sind aus Brighton, wo ich auch mal gelebt habe. Die sind da ganz weit vorne. Vegetarian Shoes, das darf man hier mal nennen, ansonsten werden die nie genannt. Die machen sehr viel. Gürteln, Lederjacken, die nicht aus Leder sind. Und kosten die genauso viel wie normale Schuhe, oder? Ja, sind sogar zum größten Teil günstiger. Das lässt sich mittlerweile bewerkstelligen, weil tatsächlich mehr Leute die Sachen kaufen. Also Wolle zum Beispiel ist ja das, was beim Friseur runterfällt. Ne? Mhm. So ein Schaf freut sich ja im Sommer, wenn es mal, ich sag mal, eine Kurzhaarfrisur kriegt. Warum darf ich jetzt keinen Wollpullover mehr tragen? Das weiß ich nicht, ob ein Schaf sich freut, aber sie dürfen das natürlich. Also ich finde Veganer problematisch, die auf einer großen Mission sind. Ich bin jemand, der an einem gewissen Punkt seines Lebens gesagt hat, ich muss jetzt was ändern und mir geht's damit besser. Dazu kommt noch, dass ich sehr tierlieb bin und dementsprechend da einfach nicht mehr Teil von sein will. Und wenn andere Leute Katzen treten müssen und Hasen essen, dann sollen sie das bitte tun. Nur ich finde, es gibt Hunde, die ich gelegentlich gern treten würde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt mal blöd, wie stehen Sie zur Mücke? Also wenn eine Mücke Sie sticht, ja, und ja, saugt Ihr Blut ab, hauen Sie dann da nicht drauf, sondern sagen, oh, liebe Mücke, könntest du bitte verschwinden? Ich habe das eine lange Zeit noch weiter gemacht, aber bis mir jemand sagte, das macht auch sehr viel Sinn, die aussaugen zu lassen, weil dann gibt's keine Hügel. Ja? Ach, verstehe. Das hat gar keinen veganen Grund, sondern das ist tatsächlich ein rein körperreaktionstechnischer Grund, das nicht zu tun. So, und jetzt bin ich der Mega-Veganer und sage, auch Pflanzen haben eine Seele. Ich kann mit irgendwelchen Elektrogeräten feststellen, dass der Baum weint, wenn ich ihm einen Ast abbreche. Ja. Das ist jetzt die nächste Debatte, die Sie an die Backe kriegen. Da müssen Sie doch barfuß durch die Gegend laufen. Ja, aber es ist halt, wir erzeugen immer Leid und Tod auf der Welt. Und ob es jetzt Pflanzen sind oder Tiere, wir versuchen es zu minimieren. Ich versuche es zu minimieren für mein Leben. Was nur sehr, sehr wichtig ist, ich glaube nicht daran, dass wir die Welt verändern werden, indem wir vegan sind, indem wir recyceln und die Glühbirnen austauschen. Das ist, glaube ich, ein Missgedanke. Die Welt gibt es seit über 4 Billionen Jahren. Die hat ganz viel schlimmere Dinge als uns Menschen ertragen. Vulkane, Eiszeiten, Meteoriteneinschläge und so weiter. Wie lange sind wir da? Und wir glauben, wir retten die Welt? Sind wir so arrogant eigentlich? Die Welt wird uns abschütteln. Wir Deutschen wie lästige schon. Fliegen. Die Welt wird uns abschütteln wie lästige wenn Fliegen. Die Welt rettet, dann und wenn dann noch zu viele Plastiktüten auf der Welt sind, dann wird die Welt ein Virus erfinden, um diese Plastiktüten abzuschaffen. Und dann wird sie uns auslachen. Ja? Also wir müssen begreifen, die Welt ist okay, aber wir sind im Begriff, diesen Planeten zu verlassen. Wie lebt es sich so als Veganer? Sie werden ja irgendwo zum Essen eingeladen oder die Kumpels gehen mal in ein Hamburger-Restaurant oder so. Also kriegt man das so in das tägliche Leben eingebaut? Ist nach 10 Jahren einfacher, wenn Leute das wissen. Ne? Ja. Am Anfang. Ach komm, der Gerd kriegt einen eigenen Teller. Und dann
alle essen schön Braten und sie dann so ein bisschen Spinat. Und alle wunderten sich am Anfang auch, warum ich so viel mit dem Kellner verhandle. weil ich mir natürlich Gerichte... Ich viele Leute kennen als Veganer. ich habe mir Gerichte zusammengestellt. Heute ist das mittlerweile in deutschen Großstädten ja einfacher. Aber ich fühlte mich am Anfang meiner Zeit so ein bisschen so wie eine Internetsuchmaschine, die ständig Fragen beantworten musste. Ja. Also alle fleischessenden Menschen fragten mich und ich merkte, sie wollten sich in ihrem Fleischessen absichern. Und ich gab ihnen immer das Gefühl, macht es ruhig. Ne? Ja. Aber ich möchte einfach auch mal mit euch essen und nett unterhalten. Ich rede darüber nicht. Man will ja nicht vereinsamen. Und das war, glaube ich, das hat mich sehr genervt. Also wirklich, gibt es vegane Fußballer eigentlich? Also Leistungssportler, die jetzt... Auf Sojabasis? Es gibt tatsächlich das Gerücht, dass der tragisch durch Selbstmord zu Tode gekommene Robert Enke für eine gewisse Zeit Torwart Hannover Veganer 96, war. Ja. Ein weiterer argentinischer Torwart, dessen Namen ich vergessen habe, war mal Veganer. Aber es ist jetzt keine Welle im Sport. Nee, ganz im Gegenteil. Wenn man jetzt zum Beispiel noch sieht, Alain Sutter, der dann Profi bei Bayern München war in den 90ern. Wo hat Uli Hoeneß noch gesagt, du bist Vegetarier? Also nur Vegetarier. Uli Hoeneß damals Manager, Wurstproduzent, muss man dazu sagen. Das gilt in Bayern natürlich als psychischer Defekt. Aber ich meine, was machen Sie im Stadion? Da gibt's Currywurst. Ja, da sagen Sie, ich will nur das Brötchen. Ja, gut, kulinarisch das Stadion. Ich meine, ich gehe nicht ins Stadion, um zu essen. Das ist schon ganz klar. Also wichtig ist es tatsächlich, danach auch mit den Fußballfans noch unterwegs zu sein. Ja. Da gibt's und da sind die Ultras zum Beispiel auch eine Gruppe, mit denen man über sowas reden kann. Mit denen man auch reden kann über andere Themen, über die vorher nicht geredet werden konnte. Schwulenfeindlichkeit zum Beispiel, Nationalismus, aber eben auch Veganismus. Und wenn ich bei Ultras zu Veranstaltungen eingeladen bin, dann kochen die automatisch schon vegan. Super. Also, rundes Leder und vegan geht zusammen. Wir kommen zu unserem knallharten, typisch Deutsch-Spiel. Zwei Antwortmöglichkeiten, Johnny Cash oder Günter Gabriel? Johnny Gabriel. Also ich würde Günter Gabriel nehmen. Ich mag den sehr. Hatten wir auch schon hier in der Sendung. Anderes Thema. Soja oder Spinat? Soja. Matthäus oder Maradona? Maradona. Maradona. Ich bin großer Freund von Lothar Matthäus. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Fußball, Fans und etwas zu wenig über Folkmusik. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie eine Sendung verpasst haben, besuchen Sie mal unser Gästearchiv im Internet. Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank an Gerd Dembowski. Bis dahin, tschüss.